Hallo, ich bin die Marion von inspiriertsein.de und ich habe gerade mein neues Buch Raus aus der Zuckerfalle, so schaffst du den Ausstieg aus der Zuckersucht geschrieben und wollte heute mal erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dieses Buch zu schreiben und was der Leser davon erhoffen kann. Also ich bin selbst mit Weißmehlprodukten und Süßigkeiten groß geworden. Also eine Mahlzeit ohne Weißbrot war bei uns eigentlich sehr selten. Süßigkeiten gab es jeden Tag und meine Lieblingsspeise, die bestand aus Nudeln. Es hat bei uns nie jemand in Frage gestellt. Erst als ich in die Pubertät gekommen bin und gerne ein bisschen abnehmen wollte, habe ich dann den Versuch gestartet, auf Schokolade zu verzichten und habe dabei dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Ich wusste damals noch nicht, dass Weißmehlprodukte ziemlich ähnlich verstoffwechselt werden wie Zucker und habe dann meinen Zuckerentzug praktisch mit Weißmehlprodukten, also mit Nudeln und Brot kompensiert. Mit etwa 20 bin ich dann in eine Phase hineingeraten, die man durchaus als essgestört bezeichnen könnte. Ich habe große Mengen hochkalorischer Speisen auf einmal gegessen und sie dann hinterher erbrochen. Ich habe zum Glück wieder aus eigener Kraft da herausgefunden. Ich habe mich sehr intensiv mit der emotionalen Seite hinter meinem Essverhalten beschäftigt, habe Bücher wie Louisa Hay, Rüdiger Dahlke gelesen und diese Thematik auch wirklich bearbeitet. Ich bin dann auch noch auf die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg gestoßen, mit der es mir dann auch gelungen ist, diese emotionalen Faktoren nicht nur einfach zu erkennen, sondern auch wirklich anzunehmen. Ich habe dann noch eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht, weil ich die Zusammenhänge noch tiefergehend verstehen wollte. Daraus entstanden ist dann mein erstes Buch, Psychische Hintergründe bei Ernährungs- und Gewichtsproblemen. Und trotzdem hatte ich immer Probleme mit Schokolade, Nudeln und Weißbrot maßvoll umzugehen. Also wenn ich die Tafel Schokolade geöffnet habe, dann habe ich sie auch aufgegessen. Dann konnte ich nicht aufhören, bevor sie leer ist. Und gerade in emotional schwierigen Situationen habe ich mich dann auch mit Süßigkeiten oder einer großen Portion Nudeln getröstet und habe dann immer wieder festgestellt, dass ich viel mehr esse, als ich eigentlich möchte. Ich habe mich dann intensiv damit beschäftigt, was Zucker in unserem Körper anstellt und bin dann darauf aufmerksam geworden, dass raffinierte Kohlenhydrate, wie sie jetzt in Süßigkeiten, also im Haushaltszucker, aber auch in Weißmehlprodukten vorkommen, die Biochemie in unserem Körper, insbesondere in unserem Gehirn, derart durcheinander bringen, dass es irgendwann allein mit Wille wirklich nicht mehr möglich ist, der Zuckersucht zu entkommen. Zucker kann unter gewissen Vorbedingungen tatsächlich süchtig machen. Und erst mit diesem Hintergrundwissen ist es mir dann gelungen, eine Strategie zu entwickeln, mit der ich meine Biochemie wieder ins Gleichgewicht bringen konnte. Ich habe dann parallel dazu auch an der mentalen Ebene gearbeitet, denn solange man davon überzeugt ist, zuckersüchtig zu sein, ist es eigentlich schier unmöglich, der Zuckersucht zu entkommen. Und erst seitdem würde ich mich als trockenen Schokoholik bezeichnen. Also das heißt nicht, dass ich nie Süßes esse, sondern einfach, dass ich jetzt wieder entscheiden kann, ob und wenn, wie viel ich nasche. In emotional schwierigen Situationen kann es durchaus passieren, dass ich dann versucht bin, mich wieder mit Schokolade oder Nudeln zu trösten. Aber ich habe keine Angst mehr davor. Ich weiß jetzt, wie ich es schaffe, wieder da herauszukommen. Und dieses Hintergrundwissen habe ich in meinem Buch zusammengefasst. Und wenn es dir genauso geht, dass du Probleme damit hast, maßvoll mit Schokolade, Nudeln, Brot, Brötchen umzugehen, dann lege ich dir mein Buch wärmstens ans Herz. Darin findest du nicht nur all mein Hintergrundwissen kompakt und klar verständlich zusammengefasst, sondern auch eine konkrete Strategie, wie es auch dir gelingen wird, die Zuckerentwöhnung zu starten, durch den Zuckerentzug zu kommen, mit ganz vielen Tipps, ob du es gerne auf einmal machen möchtest oder Schritt für Schritt, das ist dabei komplett dir überlassen. Ich gebe dir das nötige Werkzeug an die Hand, wir bearbeiten da gemeinsam auch die emotionale Seite, gehen aber auch auf die mentalen Faktoren ein und gibt auch am Ende ein paar süße Rezepte, die ganz ohne Haushaltszucker auskommen, für die Zeit nach der Zuckerentwöhnung, denn das Ziel ist nicht, dass du nie wieder Süßes ist, sondern einfach nur, dass du wieder komplett frei entscheiden kannst, wann und wie viel du naschen möchtest. Wenn du noch Fragen zur Zuckersucht hast, dann schreib mir sie gerne unten in die Kommentare. Und natürlich, wenn du mein Buch liest und mir dann auch schreibst, ob es dir was gebracht hat und ob es dich auf deinem Weg in die Zuckerfreiheit einen Schritt nach vorne gebracht hat. Okay, bis dann. Alles Liebe. Tschüss.